Das ist ihr 2010er Abarth 500 SRS-e. Ja, und mit dem heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Forza Motorsport 6. Der Fiat 500 wurde unter anderem auch gewünscht und ich werde das so ein bisschen machen wie beim VW Rabbit, dass ich schaue, wie geht das Fahrzeug ab, wenn man das nicht tunt und wie läuft's, wenn man es tunt. Und da würde ich sagen, suchen wir uns mal eine Rennstrecke aus, die auch ein wenig den kleineren Autos gerecht wird. Ich sag mal so, wir waren noch nicht in Prag, da können wir doch so eine kleine schöne Strecke nehmen. Ich fahre aber auch nicht die vollen 5 Runden, sondern ich mache einfach mal 2 draus. Und dann würde ich sagen, bei den Fahrhilfen, da kann ich auch noch ein bisschen was anpassen. Da mache ich einfach mal auch die Stabilitätskontrolle aus. So, und dann geht's ab in die schöne Stadt. Ich muss auch sagen, im Spiel finde ich sie sehr, sehr schön umgesetzt. Wirklich, also da kann man auch gerne mal fahren, wenn es da wirklich auch solche Strecken gibt. Na, wird ein bisschen schwieriger im Straßenverkehr, im normalen. Aber auf jeden Fall doch ein toller Kurs. Und mit dem Mini-Ferrari hier, da schauen wir auf jeden Fall mal, wie es läuft. Und dann werden wir den auch live vor Ort tunen quasi. Und schauen, wie das Auto sich langsam aber sicher zu einem absoluten Rennwagen aufbaut. Und wie viel Leistung, Drehmoment und Gewicht wir da noch so rauskitzeln können. Ich sag mal so, wenn ich da noch mal 100 Kilo weniger hab und dabei noch so 500 PS mehr hab mit dem Teil, dann wird das auf jeden Fall mal ein richtig, richtig heftiges Ding werden. Also der Fiat 500, mit dem kann man schon Rennen fahren. Und ich glaube, wir starten vom letzten Startplatz aus, oder? Och Mann. So, und da fehlt uns so ein bisschen die Traktion. Da waren wir kurz am Drehzahlbegrenzer beim Start. Aber ansonsten sind wir jetzt auch ganz gut auf dem Gas. Überholen hier viele, viele Fahrzeuge jetzt schon. Innen über dem Körb fahren. Und schon auf Platz 16. Also wir haben 8 Autos hier überholt. Okay, auf Platz 17. Da ist einer mit seinem Oldtimer sehr, sehr schnell unterwegs. Wow, da war innen jemand, oder wie? Ein Honda Civic. Ja, ich hätte nicht erwartet, dass jemand das wagt, mich zu überholen. Oder es zu versuchen. Es wurden auch viele, viele weitere Fahrzeuge gewünscht. Zum Beispiel das gepanzerte Teil aus Fast and Furious. Ich sage extra Teil, weil ich es nicht Auto nennen kann. Oder auch ein Fiat F430. So, jetzt habe ich es. F430 Scuderia. Die werden auch noch alle folgen. Wow. Puh, gut gegengesteuert hier. Und das Fahrzeug noch auf der Strecke gehalten. Wir sind schon auf Platz 13 jetzt. Nach dem Überholmanöver hier. Und der Toyota war da sehr, sehr weit innen. War der nicht über der Streckenbegrenzung hinaus unterwegs? Naja, wie dem auch sei. Beschleunigungsduell gegen die zwei japanischen Fahrzeuge. Und ich glaube, die mussten hier beide abbremsen, weil da die Wand kam. So, und wir können auch mal in die anderen Perspektiven umschalten. Das Auto fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr lustig an. Wirklich wie so ein typisches, leichtes, flottes, flinkes Ding. Da kann man wirklich um die Kurven sehr, sehr schön durchrasen. Und da sind wir jetzt mittlerweile auf Platz 9. Na komm schon, bis zum Ende der Runde, da möchte ich da vorne noch den Volvo ist es, glaube ich. Den Volvo haben. Ne, das ist doch ein Nissan. Nissan Juke. Da haben wir auch ein Lancia. Die Rennversion des Lancias ist natürlich im Rallye-Sport eine absolute Legende. Ich muss auch sagen, ich finde die Rallye-Version unfassbar schön. Und was der Typ da links macht,
mit seinem BMW, weiß ich nicht. Oh, jetzt zieht er auch noch nach außen hier. Ach komm, den M3 kriegen wir jetzt aber. Platz 6. Und wir retten Platz 6 noch ins Ziel. Jawohl. Also von 24 auf 6 in nur 2 Runden. Wenn man das nach einer Milchmädchenrechnung macht, hätten wir in der nächsten Runde auf Platz minus 2 sein müssen. Pro Runde 8 Positionsverbesserungen. Dann würde ich sagen, verlassen wir das Rennen doch mal gleich und springen dann ins Tuning-Menü. So, und da habe ich einen kurzen Schnitt gemacht und jetzt sind wir hier. Ich schau mal, wo liegt denn das Maximalpotenzial? Klasse S mit über 800 Punkten. Und jetzt schauen wir mal, was können wir an Umbauten durchführen. 2 Liter Maschine, 1,6 Liter Turbo. Aber der ist für die Rallye geeignet. Da haben wir ja, glaube ich, bei einem Mal gesehen, ich glaube, das war der VW Rabbit, dass man da als Gesamtleistung dann doch nicht so ein schnelles Paket zusammenkriegt, weil man dann keine Verbesserungsoptionen mehr groß hat. Deswegen nehmen wir hier den 3,7 Liter. Ist von den Gesamtpunkten her noch ein bisschen schwächer, aber der wird noch stärker sein. So, und da würde ich sagen, na, Frontantrieb, den kann man eigentlich nicht mehr bringen bei dem Auto. Machen wir mal einen Heckantrieb draus. Das Luftzufuhrsystem, da bauen wir den Twin Turbo ein. Und da sind wir jetzt schon bei guten, ich habe den Anfangswert nicht berücksichtigt. Also 5 Sekunden auf 100, 285 km/h Spitze, 330 Kilowatt fast und fast 500 Newtonmeter. Da würde ich sagen, ganz, ganz kurz Standard-Upgrades nochmal. So viel Zeit muss sein. Und dann gucken wir mal, wie viel Leistung das Teil jetzt hat. Also 7,4 Sekunden, 220 km/h Höchstgeschwindigkeit, 230 Newtonmeter, 118 Kilowatt. Also dieses Upgrade bringt uns hier insgesamt 130 dazu. Das heißt, wir sind bei 250. Der Antriebswechsel, der erhöht so ein bisschen das Gewicht. Jetzt durch den Turbo haben wir fast 80 Kilowatt, also exakt 75 mehr an Leistung. Das sind über 105 PS. So, und hier schauen wir nochmal. Wie sieht es mit der Beschleunigung aus? Ja, das wird minimal schneller bei 160 km/h, die Beschleunigung. Insgesamt 10 Kilowatt mehr. Hier nochmal 15. Durch die Zündung, da holen wir auch noch einiges raus. Durch die Auspuffanlage natürlich auch, und das Auto wird bedeutend leichter. 23 Kilo haben wir da verloren. Und hier die Nockenwellen, die machen einen riesen Unterschied. 85 Kilowatt. Das sind fast 120 PS, glaube ich. Das war mit einer kurzen Überschlagsrechnung. Hubraumerweiterung. Da sieht man hier auch das Hubraum. Den Hubraum. So, und den Rest würde ich mal sagen, tunen wir mal ganz schnell. Ja, das hat nur noch negative Auswirkungen aufs Fahrverhalten. Ja, mit 100 kW mehr, das ist auf jeden Fall nicht unbedingt Fiat-tauglich. Das wird, denke ich mal, jeder bestätigen, der selbst einen Fiat 500 fährt, dass man da nicht unbedingt auf, ja, 650 Kilowatt hochgehen sollte. Aber mit den passenden Bremsen, da geht das schon. Und mit dem passenden Fahrwerk. So, und die Stabilisatoren, bei denen spart man auf jeden Fall schon mal auch mit der normalen Ausstattung ein bisschen Gewicht. Ja, Überrollkäfig, den brauchen wir auf jeden Fall. Auch wenn es das Auto jetzt schwerer macht, aber wenn wir da einen Crash haben, na, es wird nicht so schön. 1013 Kilo. Das heißt, wir kommen nicht unter die 1000, was so ein bisschen ärgerlich ist. Wir verlieren zwar hier nochmal 2, hier werden wir auch noch ein bisschen verlieren durch das neue Getriebe. 1 Kilo, auch hier noch. Stabilisator, das Differential natürlich. Beim Differential, da können wir später noch Sachen einstellen, deswegen kaufe ich es jetzt schon mal.
und insgesamt bekommen wir hier noch ein bisschen Gewicht dazu, genau. 4 Kilo und hier auch nochmal sicher so 3, 4. Und wir sind doch in der R-Klasse gelandet. Also mit einem Umbau des Motors, da kann man auch gut und gerne in eine höhere Klasse gehen, als das Spiel denkt. So, ganz kurz, ich möchte mich an eine Felge erinnern, mit der ich die das Mindestgewicht erreiche. Unter anderem hier die Königfelgen. Jetzt sind wir doch bei genau 1000 Kilo. Ah, das ist eng. Hier könnten wir eventuell noch ein bisschen Gewicht einsparen. Nee, hier bekommen wir welches dazu. Aber ich glaube, wir brauchen den Abtrieb. Wir brauchen den Abtrieb, deswegen setzen wir das drauf. Hier könnten wir den Heckspoiler noch erweitern. Um einen von Abarth. Aber ich muss sagen, bei solchen Kompaktfahrzeugen, die wirklich so ein Fließheck haben, hat es ja so ein bisschen, da finde ich es nicht so schön. Das sieht schon ein bisschen ansehnlicher aus, aber auch hier, da würde ich mir überlegen, ob ich da nochmal einen Spoiler dran mache. So einen. Oh, wie sieht es denn hier aus? Mehr Gewicht, aber was ist der Vorteil? Die Beschleunigung soll ein bisschen besser sein. Glaube ich irgendwie nicht. Ja, insgesamt machen die Tuning-Teile hier aber auch wenig Unterschiede. Hier eine Straßenmotorhaube. 1 Kilo sparen wir dadurch. Okay, das machen wir direkt. Okay, und damit hätten wir unseren Fiat 500 fertig. Ich rechne nochmal hier mal 1,3, wie viel PS wir denn überhaupt haben. 653. Bei mir sind die Zahlen auf dem Bildschirm so leicht verpixelt. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich ein paar Zahlen nicht so gut erkenne. 850 PS hat das Teil. Ich möchte den mit dem VW Rabbit mal vergleichen. Wie viel hatte der denn? Ehe wir hier zum nächsten Rennen springen. Ah ne, ich habe mich schon gewundert. Das ist nicht der Getunte. Der hat sicher nicht nur 239 Punkte. 645, das heißt, der Fiat ist sogar ganz knapp drüber. Abarth heißen die, ja, genau. So, 653, 8 Kilowatt hat der mehr. Das heißt, theoretisch müssten wir mit dem auch einen Bugatti abhängen können. Zumindest von der Leistung her. Okay, dann würde ich sagen, springen wir mit dem Teil doch mal auf eine Strecke, auf der wir auch mal mit dem VW Rabbit gegen Bugatti unterwegs fahren und schauen noch mal, was für Fahrzeuge wir hier ärgern können. Also mit dem 850 PS Fiat, da ist nicht zu scherzen. Ich denke, vor allem in Drag-Rennen wird man hier unfassbar schnell sein. Das könnten wir auch machen mit dem Teil. Ein kurzer Run und gucken, wie schnell das fährt. Da würde ich auch statt der Rennreifen nochmal die Drag-Reifen nehmen. Aber ich bin jetzt schon von dem Teil angetan. Ich weiß, wie der VW sich angefühlt hat und ich kann mir ungefähr vorstellen, wie das Ding sich anfühlen wird. Und ich habe noch einen Heckantrieb eingebaut. Oh, das kann ja richtig lustig werden. Okay, dann würde ich sagen, auf jeden Fall Traktions- und Stabilitätskontrolle nochmal an. Sonst bin ich hier verloren. Und dann ab ins Rennen. Ja, und da fahren wir unter anderem gegen den Königsegg Agera. Den habe ich da irgendwo im Mittelfeld gesehen. Hey, wir sind ja auch im Mittelfeld. Und gegen Pagani Sonderchinke. Passend auch in Monza. Oh, und die Bremsen. Ach komm. Das ist so ein kleines Problem. Ja, Moment, ich starte gerade nochmal neu. Das ist ein Problem. Man sieht die Ideallinie vor allem beim Start nicht. Und mit so einem Auto kann man es halt nicht abschätzen, wie man bremsen muss. Und deswegen ganz kurz nochmal ein Neustart. Lustig auch, dass die Traktionskontrolle nur im zweiten Gang greifen muss. Och komm. Jetzt habe ich aber richtig gebremst. Typisch Ideallinie wieder hier. Na, komm schon. Haben wir den Kerl gut gedreht.
Gut, dann kämpfen wir uns jetzt durchs Feld. Auf der Geraden sind wir, denke ich mal, sowieso die schnellsten. Und das ist in Monza verhältnismäßig wichtig. Alter. 220, 260 jetzt. 70. Möchte ich wissen, wie sich das Teil ohne Traktionskontrolle anfühlt. 280, 290 und wir knacken hier die 300, ehe wir hier abbremsen müssen. Ich weiß nicht, ob ich die 300 geknackt habe. Ach komm. Exakt an derselben Stelle wieder eingeschlagen. Damit ist meine ganze schöne Arbeit hier, die Fahrzeuge zu überholen, wieder kaputt. Da in der SLS, der kommt nochmal vorbei. Ja, in der Kurve. Das ist so ein typisches Phänomen. Das haben wir auch beim VW gesehen. In den Kurven, da sind die anderen Autos so ein bisschen schneller. Ich hätte auch noch mal Lust auf Fahrzeuge, die wirklich in den Kurven einfach verdammt schnell sind. Die sind dann von der Leistung her nicht so stark, so ein bisschen wie der Ariel Atom oder der Radical oder der Bug Mono, wem das was sagt. Das ist auch ein Traumauto. Und wir sind hier am Königseck dran. Ach komm. Jetzt sag nicht, dass wir auf der Geraden schneller sind als der. Wir sind beim Beschleunigen schneller. Das ist unglaublich, das Teil. Ich finde auch, dass die extrem Spaß machen und deswegen werde ich da... Es wurde auch schon mal angefragt, ob ich die Karriere ein bisschen anspielen könnte. Deswegen werde ich da auch bei einem entsprechenden Karriere-Event auch nochmal hinschalten. Und die nochmal fahren. Ah, komm schon. Wobei man auch sagen muss, die Karriere ist nicht so viel berauschender, als jetzt sich selbst quasi seine eigenen Spiele zusammenzustellen und die dann abzufahren. Also ich muss sagen, zum Beispiel mit dem Fiat 500 jetzt hier unterwegs zu sein, das ist absolutes Highlight. Hier geht es ja auch nicht um die Position, deswegen kann man auch wirklich die Sau rauslassen. Hey! Doofer Audi-Fahrer. Audi möchte ja eventuell in die Formel 1 einsteigen. Ich glaube, es gab bis jetzt keine Forza-Folge, wo ich mich nicht auf Formel 1 bezogen habe. Ist aber auch eine geile Rennserie. Das wäre ziemlich lustig, falls sie es machen würden. Und ich glaube, ich verbremse mich hier total. Oh ja. Das habe ich getan. Und ich komme wieder irgendwo in der Region raus, wo ich gegen Anfang war. Was machst du denn? Hau mich doch nicht weg. Aber ihr habt gesehen, wir konnten auch kurzzeitig nochmal mit einem Königseck mithalten. Also, es entstehen schon interessante Duelle in Forza 6. Boah, da habe ich den McLaren nochmal überholt. Neben der Spur... So, möchte er nochmal in der Parabolika vorbei? Nein, danke. Okay, jetzt kann ich nochmal auf die Geschwindigkeitsanzeige achten. Komm schon, 300 knacken. Ah, nee, bei 299 habe ich abgebremst. Oh, geil. Geil, da muss ich das Teil auf jeden Fall jetzt nochmal ohne Traktionskontrolle fahren. Auf geht's. Ohne Fahrhilfen, die mir Traktion oder Stabilität geben, aber noch mit normaler Lenkung. Denn ich möchte es auch nicht übertreiben. Ich weiß, wie sich die Autos dann steuern und in Forza 6 sind die wirklich unfahrbar. In Forza 4 hatte ich gar kein Problem, aber hier sind die dann wirklich so feinfühlig und mit dem Controller kann man diese Feinfühligkeit einfach nicht einfangen. Das Auto bricht dir an jeder Stelle aus und du drehst dich. Punkt. Ende der Geschichte. So, jetzt nochmal ab hier
an den Start. Jetzt schaut mal, im ersten Gang, da hat er mehr Traktion als im zweiten. So, anhand des Ferraris konnte ich mich hier noch auf die Strecke retten. Oh Mann. Ach komm, ey. Okay, das war mal eine Challenge. Ich komme jetzt auch nicht mehr zurück auf die Strecke, ne? Ihr seht, das Teil hatte bis 200 Grad Wheelspin. Was ist das für ein Monster? Vielleicht kann ich hier noch einigermaßen durch Parabolika fahren. Ja, am Anfang beim Kurveneingang, da sah es noch ganz gut aus, aber jetzt... Da kann ich nur noch das Auto für sich sprechen lassen. Ja komm, da ist eine Tribüne. Geben wir den Leuten nochmal eine Show. Mit einem Auto, was gerade mehr PS hat als die aktuellen Formel 1 Autos. Also, krasses Teil hier auf jeden Fall. Ich bin wirklich, wirklich sehr, sehr begeistert von diesem Fahrzeug. Und auch wenn man nicht unbedingt damit Rennen fahren kann. Wow, jetzt beeinflusse ich auch noch hier das Rennen. Auch wenn man damit keine Rennen gewinnen kann, so finde ich es trotzdem schon noch ziemlich, ziemlich geil. Also diese Serie mit getuned versus ungetuned macht mir unheimlich viel Spaß. Aber auch nicht ohne Fahrhilfen. Also wirklich, ihr seht, wie das Teil sich steuert. Das ist wirklich ein absolutes Mörderding. Gut, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Hoffentlich mit einem Fahrzeug, was sich ein bisschen besser steuern lässt. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Haut rein.